Liebe Grundschuleltern, in diesem Jahr kann es die gewohnten und bewährten Informationsveranstaltungen für Viertklässler und deren Eltern leider nicht geben, Corona-bedingt. Als Eltern können Sie zwar Broschüren lesen und die Websites studieren, aber der für die Entscheidungsfindung so wichtige persönliche Eindruck von einer Schule, der lässt sich so leider nicht gewinnen. Mit dieser Präsentation möchten wir Ihnen einen möglichst guten Ersatz dafür bieten. Wir geben Ihnen einen Überblick über die pädagogischen Schwerpunkte des Gymnasiums Lerchenfeld und wir stellen Ihnen die Ansprechpartner für verschiedene Bereiche vor, damit Sie Kollegium und Schule auch von einer persönlichen Seite kennenlernen können. Die Schüler von einer persönlichen Seite kennenlernen können ihre Kinder übrigens durch einen Film, den wir frisch gedreht auf unsere Website gestellt haben und der maßgeblich von Fünftklässlern gestaltet wurde. Dann, wenn noch Fragen bleiben sollte nach dieser Präsentation oder wenn Sie ein besonderes Interesse an weitergehenden Aspekten haben, dann lade ich Sie herzlich ein zum Elterninfoabend am 30.11., den wir als Videochat veranstalten um 19 Uhr. In dieser Präsentation zeigen wir Ihnen zu folgenden Aspekten nähere Informationen. Diese Präsentation dauert insgesamt gut eine Stunde. Wenn Sie ein Thema weniger interessieren sollte, können Sie gerne auch einfach vorspulen. Das Gymnasium Lerchenfeld verfolgt ein eher generalistisches Leitbild allgemeiner Bildung. Mit der Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte zu setzen, aber ohne zur Spezialisierung angehalten zu werden. Im Vordergrund steht die Persönlichkeitsbildung. Dieser Prozess bedarf sozialer wie fachlicher Herausforderungen, aber auch eines förderlichen sozialen Kontextes. Persönlichkeitsbildung findet in jedem Fachunterricht statt, nicht nur an Projekttagen, die es freilich auch braucht. Hierüber herrscht in der Schulgemeinschaft großes Einverständnis, wie nicht nur der Prozess der mit Schülern und Eltern durchgeführten gemeinsamen Leitbildentwicklung gezeigt hat. Auch wenn die Schule in den letzten Jahren stark gewachsen ist, bleiben überschaubare Strukturen und das Erleben von Gemeinschaft zentrale pädagogische Voraussetzungen. Feste und Events wie Konzerte, Theater, Turniere, Weihnachtsmärkte lassen Gemeinschaft auch im größeren Rahmen der ganzen Schule erleben. Wir haben eine freundliche, zugewandte und konzentrierte Lernatmosphäre. Wichtig sind uns Verantwortung und Respekt aller für diese Schule, gefördert durch den Schwerpunkt des sozialen Lernens. Wichtig sind uns Gelassenheit und Klarheit im Unterricht durch gutes Classroom-Management. Ein Blick für die Belange des Einzelnen ist wichtig. Ein Schulklima, in dem angstfrei gelernt werden kann, auch von denen, die vielleicht keine sehr guten Leistungen bringen. Auch dies bestätigt durch Schulinspektion und KESS-Untersuchung. Das Ziel aller Pädagogik ist, dass die Schüler und Schülerinnen ihren eigenen Weg finden und erfolgreich gehen. Sie merken, dies waren alles keine fachlichen Schwerpunkte. Diese folgen jetzt. Fachliche oder inhaltliche Schwerpunkte sind bei uns die Medien. Nicht nur die technische Beherrschung, sondern wirklich die Medienpädagogik. Und gerade in Zeiten von Corona weiß man, wie wichtig das ist, dass Schülerinnen und Schüler hier gut aufgestellt sind. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Fremdsprachen, und zwar nicht nur in unserem spanisch-bilingualen Zweig. Die Umwelterziehung, die Musikpraxis und die Bewährung im Sport. Bildung ist mehr als Leistungsbereitschaft, aber wenig ohne sie. Wir haben als Gymnasium bestimmte Ansprüche an die Leistungsbereitschaft unserer Schüler und Schülerinnen. Wir erwarten, dass sie zunächst gerne lernen, dass sie anstrengungsbereit sind, dass sie mit Neugier durch die Welt gehen und auch Impulse in den Unterricht hineintragen, dass sie Freude haben, auch etwas zu können. Und wir erwarten von Ihnen als Eltern,
dass Sie mit uns gemeinsam die, so heißt es, Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule leben, dass wir offen miteinander kommunizieren und miteinander für das Wohl der Schüler zusammenwirken. Guten Tag und herzlich willkommen am Lerchenfeld. Mein Name ist Katrin Steinmeier, ich bin die Abteilungsleiterin für die Beobachtungsstufe und eine Ansprechpartnerin für Sie und Ihre Kinder. Ich freue mich, Ihnen nun etwas präsentieren zu dürfen über den zweiten Schulbeginn, einen wichtigen Einschnitt, und unser pädagogisches Konzept für die 5. und 6. Klassen. Der zweite Schulbeginn ist fast genauso aufregend wie der erste. Für Sie als Eltern, denen es vorkommen wird, als wären die letzten 4 Jahre wie im Flug vergangen, noch mehr aber für Ihre Kinder, die sich vor Herausforderungen gestellt sehen, wie große Schule, neue Klassenkameraden, neue Lehrerinnen und Lehrer, neue Unterrichtsfächer, eventuell erhöhte Anforderungen und so weiter. Wir stellen uns darauf ein und unterstützen Ihre Kinder auf diesem Weg. Ich möchte Ihnen zunächst die wichtigsten Aspekte unseres Konzeptes vorstellen, durch die wir unseren neuen Lerchen den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium erleichtern wollen. So stellen wir sicher, dass unsere Fünftklässler ihren Weg zum Abitur sorgfältig betreut und möglichst entspannt beginnen. Ein erster und sehr wichtiger Aspekt ist unser guter Kontakt zu den Grundschulen. Mit einigen bestehen inzwischen auch schon besondere Kooperationen, wie zum Beispiel ein gemischter Kurs Chemie experimentieren, wird dahingehend besonders interessierte Viert- und Fünftklässler, Fünftklässlerinnen, die gemeinsam dort arbeiten. In diesem Jahr natürlich nicht so möglich. Dann haben wir Schnupperunterricht mit Lehrkräften von unserer Schule an Grundschulen. Außerdem hospitieren die Lehrer und Lehrerinnen sich gegenseitig, also künftige Klassenlehrerinnen 5 von uns hospitieren in 4. Klassen an der Grundschule und Kolleginnen und Kollegen der umliegenden Grundschulen besuchen uns am Lerchenfeld, tauschen sich danach über die hospitierten Stunden aus und es gibt auch eine Feedbackrunde mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern und deckt aus Klasse 4 und den neuen Klassenleitungen aus Klasse 5. Außerdem bauen wir auf unsere Klassenlehrerteams zu zweit auf, die alle eine Lions Quest Fortbildung absolvieren. Was ist das? Lions Quest, es ist ein Programm zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der Persönlichkeit. Das bedeutet, dass ein grundlegender Erziehungskonsens somit gegeben ist und sich bei uns am Lerchenfeld durchzieht als Geist des Hauses. Bei uns werden die Kinder sehr individuell begleitet und gefördert. Engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die das einzelne Kind im Blick haben, das stellt sich mir in der täglichen Zusammenarbeit immer wieder als eine Besonderheit unserer Schule dar. Die sehr sorgfältige pädagogische Betreuung jedes Kindes ist, glaube ich, ein besonderes Markenzeichen unserer Schule. Weiterhin möchten wir den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium erleichtern durch einen Kennenlernnachmittag, der bereits Ende der 4. Klasse stattfindet, also vor den Sommerferien. Die Kinder lernen hier schon ihre neuen Klassen kennen und auch Klassenleitungen. Dadurch werden Ängste weniger, ein erstes Beschnuppern ist möglich und das wird hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder stattfinden können. Weiterhin haben wir in der ersten Woche nach den Ferien, in der ersten Schulwoche nach der feierlichen Einschulung, eine Kennenlernwoche mit den älteren Schülerpaten und Patinnen, in der wir Kennenlernspiele machen, eine Schulrallye, erste Leseelemente, also Elemente des Methodenlernens, vorstellen und bearbeiten, sowie die sinnvolle Einrichtung des Arbeitsplatzes, Hausaufgabenorganisation und Wochenplanarbeit zum Beispiel. Wir haben weiterhin eine durchgängige Klassenratsstunde von Jahrgang 5 bis 8, methodisch orientiert an Lions Quest, und sind überzeugt, dass dies stark zum sozialen Lernen und zum für unsere Schule charakteristischen respektvollen, toleranten und umsichtigen Umgang miteinander beiträgt. Wir führen weiter, was die Kinder aus der Grundschule mitbringen und knüpfen dort an, zum Beispiel an gemeinsame Rituale und Regeln. Jedes Kind hat bei uns ein Klassenamt, zum Beispiel gibt es die Ästheten für die Schönheit des Klassenraums, Postminister, Pausenkistenamt und so weiter.
Das bedeutet natürlich Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen, Feste feiern, demokratisch Klassenregeln erstellen, anknüpfen an Arbeits- und Sozialformen aus der Grundschule, Partner, Gruppen, Projektarbeit. In der dritten Woche vor den Herbstferien findet dann unsere Projektwoche Wir sind Klasse statt. Und dabei haben wir sehr viel Spaß, die Kinder und auch wir als Klassenleitungen. Und diese spielt eine große Rolle bei der weiteren Festigung der neuen Klassengemeinschaft, Vertrauensbildung in der Klasse und so weiter. In dieser Woche tut sich auch nochmal ganz besonders viel Positives. Hier können Sie noch einige weitere Eindrücke aus vergangenen Projektwochen sehen. In der 6. Klasse geht es dann auf große Fahrt nach Sylt. Mit dem gesamten Jahrgang, eine ganze Woche lang, und mit dem gesamten Jahrgangslehrerteam. Auch hier werden vielfältige Erfahrungen gemacht, die nochmal viel zur Klassengemeinschaft beitragen, wie Sie vielleicht hier schon sehen können in einem ersten Eindruck. Sie können es sich vielleicht jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen, aber bis zur Klassenreise in Jahrgang 6 werden Ihre Kinder in vielfacher Hinsicht eine große Entwicklung durchgemacht haben. Ganz wichtig ist da zum Beispiel dann auch die Disco, ein Höhepunkt innerhalb der Woche. Und da werden auch schon mal die Jungs von den Mädchen geschminkt als Kunstobjekte. Wir unterstützen außerdem bei der Organisation des Schulalltags durch Absprachen zu Arbeitsmaterialien, Hausaufgaben, Terminen und so weiter, durch eine feste Hausaufgabentafel und unseren Lerchenfeldplaner, unser Merkheft, durch Hängeregister, in die bei Krankheit Arbeitsblätter gegeben werden, natürlich auch durch MS Teams, unsere Lernplattform an der Schule, ganz wichtig. Bei Bedarf gibt es frühzeitigen Förderunterricht. Wir haben unser Lernmethodencurriculum Lese, zu dem Frau Becker später etwas sagen wird. Und Sie sehen, ganz besonders beliebt im Bild, die Spinde, die die Kinder ganz schick finden und die man nicht mieten muss, aber kann, damit man keinen schweren Schulranzen hat. Man kann aber natürlich auch Regale im Klassenraum nutzen dafür. Ganz wichtig, in unserer Cafeteria gibt es täglich Pausensnacks, Getränke, über den Vormittag hinweg ein Wasserspender. Und im Free-Flow-System können die Kinder täglich zwischen verschiedenen frisch gekochten, warmen Mittagessen wählen, auch vegetarisch, die gerne auch bei gutem Wetter mal draußen am Picknicktisch verzehrt werden können. Zum Ganztag, der bei uns freiwillig ist, jeden Tag gibt es im Angebot eine Lernzeit am Nachmittag sowie vielfältige Arbeitsgemeinschaften. Dazu werden Sie später von Herrn Bauks hören, genaueres. Wir haben auch eine aktive Pause. Die Kinder haben ihre eigene Pausenkiste, die sie selbst verwalten. Hier sieht man schon ein paar Eindrücke dazu, damit sie hinterher wieder frisch sind, erholt, Sauerstoff getankt haben und sich wieder auf den Unterricht konzentrieren können. Kulturelle Erfahrungen sind uns ebenfalls sehr wichtig am Gymnasium Lerchenfeld. Zum Beispiel gibt es alljährlich den Weihnachtstheaterbesuch aller 5. Klassen gemeinsam und später auch aller 6. Klassen gemeinsam. Zum sozialen Lernen habe ich schon einiges gesagt. Es gibt dann natürlich noch viel mehr Elemente. Hier nur zwei Beispiele einer Kooperation in der Nachbarschaft. Die Nikolas-Aktion im Seniorenheim Pflegen und Wohnen Finkenau, wo also der Chor und viele kleine Nikoläuse aus den 5. Klassen jedes Jahr viel Freude schenkt durch die Nikolaussäckchen, aber auch die Zeit, die mitgebracht und gemeinsam mit den älteren Herrschaften verbracht wird. Dort haben wir auch am Umweltprojekttag, wir sind ja Umweltschule und internationale Agenda 21 Schule, dort haben wir ein generationenübergreifendes Umweltprojekt zwischen unseren Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern und den älteren Herrschaften, die das Seniorenheim bewohnen. Unsere Kinderbroschüre und der neue Film unserer 5. Klassen, speziell für ihre Kinder gedreht, vermitteln hoffentlich einen lebendigen Eindruck von allem, was gesagt wurde. Nun folgen Informationen unserer Spezialisten zu weiteren Besonderheiten und Angeboten unserer Schule, die Sie hier sehen. Hallo liebe Eltern und liebe Kinder, herzlich willkommen bei uns am Gymnasium Lerchenfeld. Mein Name ist Kerstin Janssen, ich unterrichte die Fächer Englisch und Deutsch und bin bei uns an der Schule auch die Fachleitung für das Fach Englisch.
Ich möchte Ihnen gerne im Folgenden etwas erklären zu der Sprachenfolge bei uns an der Schule. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann freue ich mich, wenn wir uns später noch in dem dafür vorgesehenen Raum treffen. Bis dahin! Wenn Sie sich die Tabelle anschauen, dann sehen Sie auf einen Blick die Sprachen, die bei uns am Lerchenfeld gelernt werden. Ich möchte Ihnen kurz die Sprachenfolge für unsere Regelklassen erklären, wie sie in der ersten Spalte aufgeführt sind. Zu den Besonderheiten für unsere Bili-Klasse wird Sie später Frau Sanchez informieren. Wie Sie sehen können, führen wir in Jahrgang 5 zunächst Englisch weiter, aber nun mit 5 Stunden in der Woche. In der 6. Klasse wählen alle Schüler und Schülerinnen dann ihre zweite Fremdsprache, entweder Spanisch oder Latein, auch erst mit 5 Unterrichtsstunden in der Woche. Auch Französisch kann bei uns gelernt werden, freiwillig, als dritte Fremdsprache im Wahlpflichtbereich dann ab Klasse 8. Für ganz besonders sprachinteressierte und auch begabte Kinder haben wir bei uns noch ein wirklich ganz besonderes Angebot, denn ab der 9. Klasse können unsere Schüler und Schülerinnen in einer Arbeitsgemeinschaft Chinesisch lernen. Dafür kooperieren wir mit dem Konfuzius-Institut der Universität Hamburg, welche uns dafür die Lehrer zur Verfügung stellt. Das ganz große Highlight ist dabei, dass diese Schülerinnen und Schüler an unserem jährlichen Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Shanghai teilnehmen dürfen. Viele unserer Schüler und Schülerinnen haben richtig großen Spaß am Sprachenlernen. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass sie mit großer Begeisterung am Bundeswettbewerb der Fremdsprachen teilnehmen und dabei ganz regelmäßig mit richtig tollen Ergebnissen belohnt werden. Bienvenidos. Wir sind Selina Sanchez und Susanne Reese, Ihre Ansprechpartnerin für den spanisch-bilingualen Zweig am Gymnasium Lerchenfeld. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Schule und beraten Sie gern bei der Auswahl der weiterführenden Schule. Somos las coordinadoras de la rama bilingüe en español. Gracias por su interés en nuestro colegio. Si tienen algunas preguntas o si necesitan más información, pueden contactarnos. Der Bili-Zweig ist sowohl für Kinder aus spanischsprachigen Elternhäusern oder die bereits spanisch-bilinguale Grundschulen besucht haben, geeignet, als auch für Kinder ohne oder mit geringen Vorkenntnissen, die besonders motiviert und leistungsstark in Sprachen sind und Spanisch somit bereits in der 5. Klasse als Fremdsprache lernen möchten. Seit dem Schuljahr 2019/20 gibt es ein besonderes Aufnahmeverfahren für Kinder mit guten Spanischkenntnissen. Sie können unabhängig von der Schulweglänge aufgenommen werden. Bereits ab Klasse 5 erhalten die Schülerinnen und Schüler einen intensiven Anfangsunterricht, der sich dadurch auszeichnet, dass sowohl Kinder mit und ohne Vorkenntnissen zweistündig gemeinsam und dreistündig getrennt unterrichtet werden. Dies dient dazu, dass sie ab Klasse 7 gemeinsam am bilingualen Sachfachunterricht, insbesondere Biologie, Geografie und Geschichte, teilnehmen können. Je nach Möglichkeit werden zudem in den Fächern Musik, Sport und Kunst bilinguale Module angeboten. Der bilinguale Zweig bereichert unser Schulleben in besonderem Maße und ist nicht zuletzt auf der jährlichen Bili-Feier, zeigt sich die kulturelle Vielfalt unseres Gymnasiums mit vielen Kindern und Jugendlichen, die ursprünglich aus Lateinamerika und Spanien stammen. Der Schüleraustausch in Klasse 9 mit unserer Partnerschule in Murcia, Spanien, findet regelmäßig statt und ist ein besonderer Anreiz beim Erlernen der spanischen Sprache. Er ist in der Schülerschaft und bei den Sprachkolleginnen und Kollegen gleichermaßen beliebt. Die Teilnahme am bilingualen Unterricht wird im Zeugnis vermerkt. Alle Schülerinnen und Schüler, die in Hamburg einen bilingualen Zweig an weiterführenden Schulen, so auch am Gymnasium Lerchenfeld, besuchen, erhalten am Ende der 10. Klasse bzw. mit dem Abitur ein entsprechendes bilinguales Zertifikat. Durch DELE-Vorbereitungskurse, die an unserer Schule angeboten werden, unterstützen wir den Erwerb international anerkannter Sprachzertifikate und Sprachdiplome. Unserem Schülerfilmteam ist es in diesem Video gelungen, viele unterschiedliche Einblicke in den Spanischunterricht zu geben. Sollten Sie noch Fragen zum bilingualen Zweig haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter bilizweig@gyle.hamburg.de. Mein Name ist Sarah Borde, ich unterrichte die Fächer Englisch und Spanisch im Gymnasium Lerchenfeld und bin Medienverantwortliche der Schule. Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie wir zusammenleben, arbeiten und lernen. Analoge Medien gehen beispielsweise in digitalen Medien auf und digitale Medien durchdringen nahezu alle Bereiche des alltäglichen Lebens.
Denken Sie beispielsweise daran, wie Sie Ihren Urlaub buchen, sich durch unbekannte Orte navigieren. Denken Sie auch an Video-on-Demand-Dienste, die Sie und Ihre Kinder vielleicht nutzen. Aber auch daran, wie Sie oder Bekannte trotz des Kontaktverbots im Lockdown zusammengearbeitet und kommuniziert haben. Dass sich aus den gesellschaftlichen Veränderungen im Zuge der Digitalisierung auch neue Herausforderungen für die Schule ergeben, hat das Gymnasium Lerchenfeld schon vor einigen Jahren erkannt. Seitdem wurde die herausgehobene Bedeutung der Medienbildung für die Schule im Leitbild festgehalten und die Medienarbeit sukzessive vorangetrieben. Der Satz, den Sie hier auf der Folie sehen, entstammt dem Leitbild von 2013. Interessanterweise beginnt mit einem fast identischen Satz die Umsetzungsstrategie der Bundesregierung zur Gestaltung des digitalen Wandels von 2018. Ziel unserer Arbeit am Gymnasium Lerchenfeld ist es, die Schülerinnen und Schüler im digitalen Wandel zu begleiten. Wir unterstützen sie dabei, Kompetenzen zu erwerben, die sie für eine aktive und mündige Teilhabe an einer von Digitalisierung durchdrungenen Gesellschaft benötigen. Das machen wir vor allem mit Hilfe unseres Mediencurriculums, der kreativen Filmarbeit und dem didaktisch reflektierten Einsatz von digitalen Medien im Fachunterricht. Außerdem nehmen wir Schülerinnen und Schüler in die Verantwortung und machen sie zu Experten. Am Gymnasium Lerchenfeld wird seit dem Schuljahr 2015/16 auf die Inhalte eines verbindlichen Mediencurriculums zurückgegriffen, das das Lernen mit Medien und über Medien in der Sekundarstufe 1 beschreibt. Unser Mediencurriculum umfasst Materialien für insgesamt ca. 120 Stunden integrierte Medienbildung in 12 Unterrichtsfächern. Die Mehrzahl der Module wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen selbst erarbeitet. Zu den Modulen gehören die Bausteine des Hamburger Medienpasses, aber wie Sie hier in der Übersicht sehen, auch Module zum Beispiel zur Tabellenkalkulation im Mathematikunterricht oder digitalen Wortschatzarbeit im Englischunterricht. In diesem Schuljahr werden bereits bestehende Module überarbeitet und gegebenenfalls durch aktuelle Module ausgetauscht und außerdem wird an Modulen für die Sekundarstufe 2 gearbeitet. Im Fach Audiovisuelle Medien, kurz AVM, welches seit 2007 Wahlpflichtfach in Klasse 9, 10 und der Studienstufe sowie Bestandteil des Kunstcurriculums in Klasse 8 ist, erweitern die Schülerinnen und Schüler produktorientiert ihre Fertigkeiten in den Bereichen Film, Foto und Audio. Sie nehmen erfolgreich an Wettbewerben teil und begegnen Medienschaffenden vor Ort. Zudem bietet das Fach Raum dafür, ästhetisch-künstlerische Bildung mit dem Erwerb zentraler Kompetenzen für unsere Informationsgesellschaft zu verzahnen. Das Gymnasium Lerchenfeld ist Partnerschule des Hamburger Nachwuchsfilmfestivals Abgedreht und Teil des Programmes Abgedreht Filmschool. Im Fachunterricht werden digitale Medien genauso genutzt wie Lehrbuch oder Arbeitsblatt. Traditionelle und digitale Medien ergänzen einander, so steht es auch in unserem Leitbild. Uns geht es vor allem darum, die Potenziale verschiedener Medien für den Fachunterricht zu nutzen, die Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in einer digital durchdrungenen Welt vorzubereiten und einen sicheren, kompetenten und reflektierten Umgang der Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Medien zu fördern. Um den Einsatz digitaler Medien auch im Fachunterricht zu fördern, tauschen sich die Fachschaften aus, sie bilden sich zusammen fort und sie prüfen ihre schulinternen Curricula auch im Hinblick auf Kompetenzen für ein Leben in einer digitalen Welt. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Bausteinen des Medienmoduls nehmen wir auch die informatische Bildung und die informatische Grundbildung in den Blick. In NWT, Naturwirtschaft Technik, arbeiten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise mit OSOBOTS. Informatik kann man in 9 und 10 als Wahlpflichtfach und in der Studienstufe als profilgebendes Fach wählen. Wir setzen darauf, Schülerinnen und Schüler immer wieder selbst entscheiden zu lassen, welche Medien zu ihnen passen und auch zum Lerninhalt. Die Lehrerinnen und Lehrer beraten dabei. Diese Entscheidung ist, wie wir finden, freier und der Zeit angemessener, wenn auch digitale Medien niedrigschwellig zur Verfügung stehen. Wir haben WLAN und digitale Projektionsmöglichkeiten in allen Unterrichtsräumen, die auch von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden dürfen und sogar sollen. Darüber hinaus haben wir Notebooks, spezielle Medienräume, wir arbeiten aber auch viel mit den eigenen Geräten der Schülerinnen und Schüler. Natürlich gibt es für die Fächer AVM, Film und Informatik spezielles Equipment. Am Lerchenfeld werden auch die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Expertise eingebunden. Speziell geschulte Schülerinnen und Schüler wirken in der Schule als Medienscouts und neben diesem Peer-to-Peer-Projekt wird die Expertise einzelner auch im Schüler-IT-Team genutzt, welches im letzten Schuljahr die Arbeit aufgenommen hat.
Außerdem berichtet ein Schüler-Webteam regelmäßig in kurzen Film- und Textbeiträgen über schulische Veranstaltungen und Ereignisse auf der Webseite der Schule. Seit fast 3 Jahren bilden die Qualifizierungsmaßnahmen den Schwerpunkt der digitalen Schulentwicklung am Gymnasium Lerchenfeld. Die Schule hat eine Kultur der kollegialen Beratung etabliert und auch Hospitationen finden in unterschiedlicher Form regelmäßig statt. Zudem bilden wir unsere Lehrkräfte stetig fort. Einige Lehrkräfte der Schule sind außerdem selbst als Fortbildnerinnen und Fortbildner in Hamburg tätig. Unsere schulinternen Qualifizierungsangebote zielen, wie Sie hier im Zitat sehen und wie auch die Wortwolke zeigt, die am Anfang einer 20-stündigen Fortbildungsreihe entstanden ist, vor allem darauf, sich auszutauschen, den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln sowie eigene Kompetenzen zu erweitern. Unsere Angebote entstehen aus der Unterrichtspraxis, aus den individuellen Bedürfnissen der Lehrerinnen und Lehrer und wirken auch wieder auf die Unterrichtspraxis zurück. Das Gymnasium Lerchenfeld ist zudem inner- und außerhalb Hamburgs gut vernetzt, um die im Lerchenfeld umgesetzten Ideen zu verbreiten und um Kooperationen mit anderen Schulen oder Akteuren der Bildungslandschaft für die eigene Schulentwicklung zu nutzen. Als erste und im Schuljahr 2016/17 einzige Hamburger Schule wurden wir im Forum Bildung Digitalisierung aufgenommen und auch außerhalb Hamburgs bekannt, vor allem für unser verbindliches Mediencurriculum, die funktionalen und nachhaltigen IT-Lösungen und das umfangreiche schulinterne Fortbildungskonzept. Im Schuljahr 2019/20 wurde die Schule in das Projekt Digital macht Schule der Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg und der Joachim-Herz-Stiftung aufgenommen. Durch die Aufnahme in dieses Projekt kann die Schule über einen Zeitraum von 2 Jahren gemeinsam mit anderen Schulen in Hamburg an Fragestellungen zum Lernen im digitalen Wandel arbeiten und die Arbeitsergebnisse in einem Blended Learning Kurs weiteren Schulen zur Verfügung stellen. Partnerschulen im Cluster sind für uns das Lise-Meitner-Gymnasium und die Stadtteilschule Winterhude, mit denen gemeinsam Qualifizierungsmaßnahmen für die Kolleginnen und Kollegen geplant werden. Hallo, mein Name ist Karin Felder. Ich vertrete den Umweltbereich und sammle unter anderem mit Schülern schöne Ideen, die wir zum Umweltschutz an dieser Schule umsetzen können, wie Sie hier zum Beispiel im Hintergrund sehen. Umweltbildung am Gymnasium Lerchenfeld spiegelt sich in der Lehr- und Lernkultur wider und wird im Unterricht konkret umgesetzt. Am jährlichen Umweltprojekttag sollen die Schülerinnen die Gelegenheit erhalten, globale und nachhaltige Handlungskompetenzen mit außerschulischen Kooperationspartnern zu erlangen. Ziel dabei ist auch die fachliche Anbindung an Inhalte des Jahrgangs. Dabei sollen im laufenden Schuljahr die Kompetenzfelder Erkennen und Bewerten aufgebaut werden und am Umwelttag um die Handlungskompetenz erweitert werden. Außerdem haben wir Umweltsprecherinnen in jeder Klasse, die sich 4-mal im Jahr im Umweltrat treffen, um dort über Themen, die sie bewegen und um über Projekte, die sie gerne umsetzen möchten, zu beraten. Unser grünes Klassenzimmer, ein Klassenzimmer im Freien, das von unserer ehemaligen 9E gebaut wurde im Rahmen einer Umweltprojektwoche, ist sehr beliebt, gerade in Zeiten, in denen Unterricht im Freien sehr beliebt ist. Als Schule möchten wir uns aktiv an der Gemeinschaft von Viva Con Agua in Form von kreativen Aktionen und Ideen beteiligen. So wurde bereits eine Pfandflaschensammeltonne gestaltet. In der Kantine wird Viva Con Agua Wasser verkauft und auch Schülerinnen haben bereits in der Pause Wassereis verkauft. An den Umweltprojekttagen finden Vorträge von Viva Con Agua Referenten mit anschließenden Workshops statt. In der Vergangenheit konnten wir dadurch schon zahlreiche Spenden sammeln. Außerdem werden im Fachunterricht, vor allem in den Naturwissenschaften, unsere Schülerinnen für das Thema Trinkwasser als knappe Ressource sensibilisiert. Hierbei können sie fächerübergreifendes Wissen aktivieren und konstruktiv einsetzen. Sie erweitern ihre sozialen Kompetenzen und lernen die Zusammenarbeit im Team. Seit mehreren Jahren besitzt das Gymnasium Lerchenfeld einen Aquarienkurs. Dieser Kurs ist eingebettet in das Wahlpflichtfach Naturwissenschaftliche Praxis und soll so die Aufgaben erfüllen, naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler zu fördern und ihnen einen Zugang zu diesem schönen Hobby vermitteln. Die Schülerinnen lernen hier den Umgang mit Aquarien und deren Bewohnern. Das Zimmerwetterprojekt ist eine Kooperation mit dem Regionalverband Umweltberatung Nord e.V. und setzt sich für ein besseres und gesünderes Klima
im Klassenraum, aber auch in der Welt ein. Gemeinsam mit Zimmerwetteringenieuren erforschen unsere Schülerinnen in spannenden Experimenten das Zimmerwetter. Ein großer Nebelzauber macht Unsichtbares sichtbar. Mit Profi-Messgeräten werden Lufttemperatur, Oberflächentemperatur, Luftfeuchtigkeit und der Kohlendioxidgehalt in der Luft untersucht. Außerdem wird das Phänomen der Kondensation näher unter die Lupe genommen. Der Nebelzauber steigt dann wie ein Luftstrom, wenn man lüftet, aufsteigt. Und die Kinder lernen, was sie selbst tun können, um Energie zu sparen und ein gesundes Wohlfühlklima im Klassenraum zu schaffen. Und dabei haben sie noch richtig Spaß. Die Bienengarten AG eröffnet einen alltagsbezogenen Zugang zu einer nachhaltigen Entwicklung. Die Kinder arbeiten dabei praktisch beim Bau einer Bienenbeute, bei der Durchsicht der Bienenvölker, beim Rähmchenbauen, beim Draten, bei der Honigernte und dann später auch beim Honigverkauf. Wir möchten, dass unsere Schüler Spaß haben am Umweltschutz und dass sie sich einsetzen zum Erhalt der Artenvielfalt, sodass unsere Natur weiterhin schön bunt bleibt. Mein Name ist Verena Becker, ich unterrichte Deutsch, Geschichte und PGW im Gymnasium Lerchenfeld und bin für das Methodencurriculum verantwortlich. Kommen die kleinen Mäuse auf das Gymnasium, können die neuen Anforderungen, neue Schule, neue Lehrer, neue Klassenkameraden, sie schon gerne einmal überwältigen. Deshalb gibt es an unserer Schule das sogenannte Leseheft, welches alle 5. Klässler gleich zu Beginn des Schuljahres ausgehändigt bekommen. Ziel dieses Heftes ist es, dass die Schüler lernen, selbstständig zu lernen und sich selbstständig zu organisieren. Das Heft in Klasse 5 beginnt mit Hilfestellungen zur selbstständigen Organisation. Das heißt, vom Kaufen der notwendigen Materialien für den Unterricht über die Gestaltung des heimatlichen Arbeitsplatzes, des Schreibtisches, damit ein ruhiges und konzentriertes Arbeiten möglich ist, bis zum täglichen Packen des Schulranzens. Die Hilfestellung zur Selbstorganisation, aber auch zu den Arbeitsmethoden, werden im Laufe des Schuljahres systematisch aufgebaut und sind verbindlich an bestimmte Fächer sowie die Bedürfnisse der Schüler angeknüpft. Zum Beispiel lernen die Kinder in Klasse 6 in Geschichte, wie ein Referat vernünftig und effektiv vorbereitet und vorgestellt wird. In Klasse 10 wird es dann schon komplexer, mit Anleitungen zum Bibliografieren in PGW oder zur Auswertung eines Sachtextes im Fach Deutsch. Es wird also immer anspruchsvoller. So haben aber einerseits wir Lehrer immer einen Überblick, was wir schon verlangen und worauf wir aufbauen können, aber auch, woran wir noch arbeiten und welche Hilfestellungen wir noch geben müssen. Andererseits aber haben die Schüler auch eine Art Fibel, auf die sie immer zurückblicken, etwas nochmal nachlesen können und sich so hoffentlich bald sicherer und organisierter fühlen können. Guten Abend, mein Name ist Christine Kleinert. Ich bin Beratungslehrerin hier am Gymnasium Lerchenfeld gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Grabe und ich bin Beauftragte für das soziale Lernen. Und wenn Sie jetzt eine weiterführende Schule gemeinsam mit Ihrem Kind suchen, dann spielt vermutlich das soziale Lernen eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn schließlich suchen Sie einen Ort, an dem sich Ihr Kind wohlfühlt und an dem es in seiner Persönlichkeit bestmöglichst gefördert wird. Und wir freuen uns hier an der Schule darüber, dass eigentlich die meisten unserer Schüler schon in Klasse 5 mit einem großen Rucksack voller Sozialkompetenz hier starten bei uns an der Schule. Und darauf möchten wir aufbauen. Und ja, wir haben ein Drei-Säulen-Modell dazu entwickelt. Und wenn Sie neugierig sind, komme ich gerne mit Ihnen ins Gespräch. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Susanne Mansur, bin die Fachleitung Mathematik hier an unserer Schule und freue mich sehr, wenn es eine Frage oder auch mehrere Fragen gibt, dass Sie sie mir nachher dann stellen. Der Link wird Ihnen zugeschickt. Sollten Sie naturwissenschaftliche Fragen haben, beantworte ich die selbstverständlich auch, weil ich sonst noch Chemielehrerin bin. Bis dann! Hallo und herzlich willkommen im Namen der ETV Kinder- und Jugendförderung. Wir sind am Gymnasium Lerchenfeld zuständig für die Nachmittagsbetreuung. Die KIU ist eine gemeinnützige Tochter des Eimsbütteler Turnverbandes.
Als bewegter Träger liegt ein Schwerpunkt unseres Angebotes auf Sport und Bewegung. Mein Name ist Volker Box. Ich bin als Standortleiter und Ganztagskoordinator am Gymnasium Lerchenfeld zuständig für die KIU. Zusammen mit mir arbeitet Herr Michael Tabuiken als Kurskoordinator in unserem Büro. Ihre Kinder, sofern sie an unserem Nachmittagsangebot teilnehmen, werden darüber hinaus unsere zahlreichen engagierten Kursleiter kennenlernen. Unser Angebot umfasst zwei Bereiche. Zum einen die Gestaltung des kostenfreien Nachmittags an Schultagen von 14.15 Uhr, das heißt unmittelbar anschließend an die Essenzeit, bis 16 Uhr. Alle Kurse sind kostenfrei, auch wenn diese aus organisatorischen Gründen über 16 Uhr hinausgehen. Es kann frei aus interessenbasierten Kursen und einer täglichen Lernbetreuung gewählt werden. Zum anderen bieten wir eine kostenpflichtige Ferienbetreuung in den Hamburger Schulferien an. Es gibt hier ein täglich wechselndes, altersgemäßes Tagesprogramm am Ferienzentrum Lerchenfeld und Ausflüge. Es können auch für alle KIU-Standorte angebotene thematische Feriencamps gewählt werden. Unsere kostenlosen Angebote versuchen, ein breites Spektrum kindlicher Freizeitinteressen abzubilden. Dazu gehören natürlich an vorderster Front unsere Sport- und Bewegungsangebote. Nicht nur klassische Mannschaftssportarten wie Fußball und Volleyball, bei denen das Gymnasium Lerchenfeld in den letzten Jahren erfolgreich bei Schulwettkämpfen abgeschnitten hat, sondern auch weniger kompetitive Trendsportarten wie Parkour und Hip-Hop-Street-Dance. Es gibt einen Ruderkurs beim RC Alemannia mit einem Wintertraining im Gymnasium Lerchenfeld. Außerdem die in mehreren Altersstufen beliebten Kurse Laufen und Fitness und die traditionelle Schach-AG. Für Sprach- und Mediennerds bieten wir einen Programmierkurs, das Lernmodul 10 Fingertippen und einen Medienkurs an, in dem Kinder lernen, selbst Foto- und Videosequenzen zusammenzustellen. In dieser Sparte planen wir in Zukunft einen Kurs zum Thema Rap-Texten ins Leben zu rufen. Insofern ist unser Kursplan natürlich ständig in Bearbeitung und wird von neuen Angeboten besiedelt. Für Naturinteressierte gibt es unseren Stadtgarten, der erst kürzlich auf eine breitere Basis gestellt wurde, die von einem erfahrenen Imker geleitete Bienen-AG und einen Aquariumskurs. Künstlerisch interessierte Kinder können an der Kreativwerkstatt oder an unserem Comic- und Zeichenkurs teilnehmen. Die Sparte Körper und Geist wird zurzeit nur von unserem Yogakurs vertreten. Alle musikalischen Angebote werden von den Musiklehrern der Schule organisiert und durchgeführt. Hier liegen Akzente auf den Jahrgangschören, den Streicherklassen der Schule und dem jahrgangsübergreifenden Schulorchester. Für alle Kinder, die einfach nur ihre Hausaufgaben machen möchten oder bis 16 Uhr betreut werden müssen, ohne dass sie einen spezifischen Interessenkurs besuchen, gibt es die sogenannte Lernbetreuung, die für jeden Wochentag einzeln gewählt werden kann. Hier werden fächerübergreifend Hausaufgaben erledigt oder Übungen vor anstehenden Klassenarbeiten gemacht. Wer damit fertig ist, kann sich ausruhen, spielen oder auf dem Schulhof toben. Hierfür stehen Kisten mit Spielsachen für drinnen und draußen zur Verfügung. Wie Sie sehen, gibt es ein recht vielfältiges Nachmittagsprogramm am Gymnasium Lerchenfeld. Ich habe Ihnen hier einmal in kondensierter Form unseren Kursplan abgebildet. Dieser wird regelmäßig aktualisiert und auf der Homepage der Schule veröffentlicht. Derzeit haben wir insgesamt über 40 Kursangebote, was allerdings auch auf die Jahrgangstrennung zurückgeht. Zudem werden die einzelnen Kurse in einem Kursheft genauer beschrieben, welches normalerweise zweimal jährlich in digitaler Form und als Print erscheint. Außerdem bieten wir auch eine Ferienbetreuung am Ferienzentrum Lerchenfeld an. Diese ist im Gegensatz zur Nachmittagsbetreuung kostenpflichtig. Die reguläre Betreuungszeit in den Hamburger Schulferien ist von 8 Uhr bis 16 Uhr. Die Ferienbetreuung am Ferienzentrum Lerchenfeld bietet ihren Kindern ein täglich wechselndes Tagesprogramm sowie Ausflüge in und um Hamburg, zum Beispiel in den Stadtpark, die Freibäder, Boberger Dünen, Wildpark, Schwarze Berge und so weiter. Alternativ dazu können auch eine Reihe thematischer Feriencamps belegt werden, die aber in der Regel an anderen Standorten schulübergreifend stattfinden. Am Ferienstandort Lerchenfeld ist aber für die nächsten Sommerferien ein Kanucamp in fortgeschrittener Planung, wobei wir hier von unserem Kuhmühlenteich aus starten werden. In der letzten Abbildung sehen Sie hier beispielhaft ein Programm für eine Woche aus den letzten Herbstferien. Die konkrete Umsetzung richtet sich dann natürlich auch nach dem Wetter und den Bedürfnissen der Kinder. Der Ausflug in den Stadtpark fand in dieser Woche beispielsweise wegen Regens nicht statt.
Stattdessen wurde an mehreren Tagen ein Parcours mit allen verfügbaren Geräten in der Turnhalle aufgebaut, da dies in der Gruppe der Ferienkinder sehr beliebt war. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir würden uns freuen, Ihre Kinder in der Nachmittags- oder Ferienbetreuung der KIU am Lerchenfeld begrüßen zu dürfen. Hallo, ich bin die Frau Ranft. Ich organisiere die Streicherklasse und die Orchester und ich freue mich, wenn ihr euch für dieses musikalische Nachmittagsangebot interessiert. Du hast Lust, ein Streichinstrument zu lernen? Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass? Dann bist du hier genau richtig. Bei uns spielst du von Anfang an in einem Orchester mit anderen Anfängern zusammen. Unsere Instrumentallehrerinnen und Lehrer zeigen dir in einer zusätzlichen halben Stunde, wie du dein Instrument gut spielen kannst. Das Instrument kannst du bei uns ausleihen. Die Streicherklasse 5 trifft sich immer donnerstags. Den Instrumentalunterricht musst du mit dem Instrumentallehrer zusätzlich verabreden. Ein bisschen Zeit solltest du also einplanen, denn du musst auch regelmäßig üben. Das sind sozusagen deine Hausaufgaben für die Streicherklasse. Dieses Nachmittagsangebot kostet etwas. Das können sich deine Eltern mal genau auf unserer Homepage anschauen. Wir kommen vor den Herbstferien mit unserem Instrumentenkarussell in deine Klasse und laden dich ein. Wenn du schon ein Streichinstrument spielst, dann darfst du auch gleich ins Vororchester gehen. Und später spielst du dann in unseren Konzerten mit. Wir freuen uns auf dich. Auch ich heiße Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Maria Hebekus, ich bin Beauftragte für Berufs- und Studienorientierung und ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick geben über dieses spannende Feld an unserer Schule. Berufs- und Studienorientierung, man kann nie früh genug anfangen. Wir beginnen schon in der 6. Klasse mit dem Boys and Girls Day und in der 7. Klasse dann haben die Kinder die Möglichkeit, 2 Tage mal das Berufsleben kennenzulernen mit einem Schnupperpraktikum, auf das sie vor- und nachbereitet werden. In der 9. Klasse schließt sich dann das 3-wöchige Praktikum an, das sich die Schüler frühzeitig auch schon suchen. Das wird begleitet und auch vorbereitet. Und dann in der 11. Klasse, während der Projekt- und Reisewoche, sind Vertreter von den Universitäten und der Wirtschaft eingeladen. Auch andere Kooperationspartner außerschulischer Art sind im Haus und lernen Zugangsvoraussetzungen für verschiedene Studienfächer kennen, Ausbildungsberufe, Bewerbungstraining und Ähnliches. Auch wenn es noch ein paar Jahre hin ist, bis Ihre Kinder in der Mittelstufe ankommen, sind doch viele Eltern interessiert, was an Wahlpflichtfächern angeboten wird. Wie jede Schule bieten wir an, Religion und Philosophie zu wählen. Wir haben die Besonderheit, dass wir in Jahrgang 9 beide Fächer 4-stündig anbieten, in Jahrgang 10 dann 2-stündig. Im künstlerischen Bereich besteht die Wahl zwischen bildender Kunst, audiovisuellen Medien, Musik, Musikpraxis und Theater. Wir bieten Informatik an. Ab Klasse 8 gibt es als dritte Fremdsprache Französisch. Und wir haben in allen 3 Jahrgängen, 8 bis 10, ein naturwissenschaftliches Praktikum, das sich unterschiedlich mal an Biologie, Chemie oder Physik orientiert. Darüber hinaus bieten wir eine AG an in Verbindung mit unserem China-Austausch, wenn er denn wieder stattfinden kann. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an ökologischen oder interkulturellen Themen, die gemeinsam mit den Schülern der Partnerschule bearbeitet werden. In der Oberstufe bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit an, ihre Profile selber zu wählen. Das heißt, wir bieten nicht nur ein überschaubares Set an Menüs an, die dann gewählt werden müssen, sondern geben unseren Schülerinnen und Schülern eine ziemlich große Wahlfreiheit, denn die Interessen wandeln sich von Jahr zu Jahr. Bei uns können alle Fächer Profilfach sein, außer Theater und Sport. Möglichst viele Fächer bieten wir 4-stündig an. Besondere fachliche Angebote auf der Oberstufe sind Spanisch als Kernfach, auch mit der Option, ein bilinguales Zertifikat zu bekommen, Informatik als profilgebendes Fach und die Fächer Recht und Film. In die gesamte Arbeit unserer Oberstufe, wie natürlich auch schon in der Mittelstufe, aber dort intensiver, binden wir digitale Medien in den Unterricht und in die kollaborative Arbeit
der Schülerinnen und Schüler ein. Begleitende Maßnahmen sind selbstverständlich auch hier die Studien- und Berufsorientierung. Hallo, ich bin Bina. Ich bin David. Ich bin Nathalie. Wir sind der Vorstand vom Elternrat des Gymnasiums Lerchenfeld. Wir setzen uns für die Belange der Eltern und Schüler am Lerchenfeld ein und beantworten gerne eure Fragen, die ihr schon immer mal an Eltern stellen wolltet. Wirklich alle, denn das ist eine ganz schön schwierige Entscheidung, die ihr da vor euch habt. Wo ist euer Kind gut aufgehoben? Also fragt uns. Y también pueden hacer las preguntas en español. Nathalie, was macht für dich den Elternrat aus? Was bedeutet es für dich? Tolle Leute, ganz, ganz prima Zusammenarbeit, viele Ideen, wie man diese Schule, die sowieso schon gut ist, noch besser gestalten kann. Uns ist auch wichtig, dass wir eine gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung haben und den Lehrkräften. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Glaubst du nur? Ich weiß das. Das sind ganz tolle Leute. Die Schulleitung diskutiert mit uns auf Augenhöhe. Die Lehrer sind bereit, mit uns auch in den Diskurs zu gehen. Also besser geht's eigentlich nicht. Und die Eltern hier an der Schule sind wirklich ganz toll. Egal ob Weihnachtsbazar, Tag der offenen Tür. Sie arbeiten immer ganz tatkräftig mit. Das ist wirklich super. Und wenn ihr noch ein bisschen zögert, wo ihr euer Kind hingebt nach den Ferien zur 5. Klasse. Ich kann das gut verstehen. Das ist eine Bauchentscheidung. Aber wir haben unsere Bauchentscheidung keinen Tag bereut. Wirklich nicht. Y también podemos hablar en español con ustedes, si quieren. Hallo, wir sind das Schülersprecherteam Auf uns, das Lerchenfeld. Wir stehen für Offenheit und Schüleremanzipation an unserer Schule. Wir freuen uns auf Ihre Fragen beim Elternabend. Bis zum Sommer 2019 ist unser Hauptgebäude aufwendig saniert worden. Bei dieser Gelegenheit wurde das Gebäude nicht nur neu gestaltet. Die naturwissenschaftlichen Fachräume wurden mit modernen Deckensystemen ausgestattet. Die Fachräume erhielten Schauvitrinen zu Flur und Treppenhaus. An mehreren Stellen wurden drei kleine Unterrichtsräume zu zwei großen zusammengelegt. Und die zur Straße gelegenen Räume erhielten eine Lüftungsanlage. In den nächsten Jahren erhält die Schule einen großen Neubau. Dieser schenkt der Schule ganz neue räumliche Möglichkeiten, die lange vermisst wurden. Die geplante Bauzeit geht von Beginn 2021 bis zum Herbst 2023. Also es wird dann natürlich etwas länger dauern. Der Baugrund entsteht anstelle heutiger Flachbauten, sodass wir keine Schulhoffläche verlieren. Die Baustelleneinrichtung wird außerhalb des Schulhofes sein, sodass auch während der Bauzeit die Beeinträchtigungen für die Schülerinnen und Schüler ziemlich gering sein werden. Es entsteht eine große Aula mit 350 Sitzplätzen, die wir wirklich lange vermisst haben und nicht hatten. Es entsteht eine große Cafeteria mit Vitalküche wie bisher, mit Mamas Kantin, also eher ein Schulrestaurant. Und wir bekommen ein extra Bistro und einen Mensagarten, auch eine große Bereicherung. Wir bekommen zwei große Musikräume mit Sammlung und endlich Übezellen für unsere vielen begabten Musiker. Endlich einen großen Theaterfachraum, der natürlich multifunktional auch von anderen Fächern genutzt werden kann. Auch im Fremdsprachen- und im Deutschunterricht braucht man Räume, wo man vernünftig Sprechtraining machen kann. Es entstehen insgesamt 19 große Klassen- und Kursräume, jeder um die 72 Quadratmeter groß. Das war uns besonders wichtig, damit wir in den Unterrichtsräumen selbst verschiedene Sozialformen durchführen lassen können und nicht immer Räume wechseln, Differenzierungsräume nutzen müssen und so weiter. Trotzdem bleibt auch noch Fläche für Freiarbeitsbereiche auf jedem Stockwerk und eine Dachterrasse im zweiten Stock. Außerdem erhält die Schule eine dritte Sporthalle. Der Fußballplatz bekommt Kunstrasen. Daneben gibt es eine 100 Meter Laufbahn, eine Sprunggrube und einen Platz fürs Kugelstoßen. Eine solche Sportanlage ist für eine Innenstadtschule keine Selbstverständlichkeit. Die Hamburger Anmeldewoche für die 5. Klassen findet statt vom 1. bis zum 5. Februar 2021. Dieses Jahr ist eine Anmeldung nur mit Terminvorgabe vorab möglich, und zwar durch unser Sekretariat ab dem 14. Januar 2021. Bitte bringen Sie dann die Anmeldedokumente ausgefüllt mit zur Anmeldung. Unser eigenes Formular zum Anmelden stellen wir rechtzeitig vorab auf die Homepage. Liebe Grundschuleltern, ich hoffe, dass Ihnen diese Präsentation bei der Entscheidungsfindung helfen wird.
Ich verweise nochmal auf die Informationsangebote auf unserer Website, auf die Filme und auf den Elterninfoabend am 30.11. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.